Wie Worte, die Töne, die sich zwischen den Menschen breit machten und die Menschen in einen geradezu betörenden Taumel stürzte. Der Taumel war so groß, dass die Menschen, die Dorfbewohner, wir können auch Städtchenbewohner sagen, gar nicht merkten, wie sich die Reihen zwischen ihnen lichteten. Und als sie erwachten aus ihren Tagträumereien, da bemerkten sie, dass Menschen fehlten. Einige vermissten sogar Familienangehörige, andere Verwandte, Anverwandte oder Freunde. Wo können sie bloß geblieben sein, sagten sie sich. Und als sie auf die Bühne sahen, war der Spielmann mit seiner Flöte verschwunden. Die Menschen, die übrig geblieben waren, begannen zu suchen. Sie teilten sich in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe sollte den Spielmann suchen und die zweite Gruppe die verloren gegangenen Menschen. Wenn wir den Spielmann finden, werden wir eine Antwort finden, sagten die Menschen sich. Der Spielmann wird uns doch sagen können, wo die Menschen geblieben sind. Und so begannen die Menschen zu suchen. Punkt. So beflissentlich die Menschen auch ihrer Suche nachkamen, einige schliefen bei Nacht nicht mehr, fanden sie den Spielmann nicht. Den Spielmann nicht und auch nicht die vermissten Menschen. Und als sie so einigermaßen zur Ruhe gefunden, hörten sie noch immer die Töne, die der Spielmann seiner Flöte einst entlockte. Töne, die sich noch immer so schön in den Ohren der Menschen anhörten. Und es schien, als haben die Töne selbst die Menschen verscheucht und die Stelle anstelle dieser Menschen nun seien anstelle dieser Menschen nun in die Stadt eingezogen. Es war, als wären es viele Töne auf zwei Beinen, die bei den Menschen wohnten. Und als noch mehr Zeit verging und die Menschen ihrer Suche nicht mehr nachkamen, ihre Freunde vergessen hatten, sogar ihre Familienangehörigen und Verwandte, da bemerkten sie, dass sich die Armut in nichts aufgelöst hatte. Die Armut war genauso verschwunden wie die Menschen in ihren Reihen. Die Menschen begrüßten dies und richteten sich ein in einem Dorf, die von der Armut befreit war. Naja, sagten sie sich, wenigstens ist die Armut vorbei und der Spielmann hat sein Wort gehalten, auch wenn er nicht mehr aufzutreiben ist. Punkt. So richteten die Menschen sich in ihrem, so glaubten sie, wiedergefundenen Leben ein und nahmen den Verlust der anderen Menschen billigend in Kauf. Das ging so lange gut, bis die Armut sich erst im Nahen und dann im weiten Umland verlagert zu haben schien und sich ähnlich ausbreitete, wie es bereits damals in dem Dorfe geschah. Und als die Menschen aus dem näheren und fernen Umfeld sich auf dem Weg in dieses gesegnete Dorf zu machen,